Gründerszene heute im Auftrag der Bildung, zumindest irgendwie. Und zwar befinden wir uns, man sieht es im Hintergrund, vor der Humboldt-Universität in Berlin. Eine der bekanntesten und größten Universitäten hier sicherlich. Und was ist der Anlass? Der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört. Google will ein Forschungszentrum aufbauen. Und zwar hier in Berlin. Verschiedene Forschungsinstitute, unter anderem die Humboldt-Universität, die Universität der Künste, sind beteiligt. Wir schauen uns mal an, was auf der Pressekonferenz so gesagt wird, holen uns Nutzerstimmen und verfolgen, was Google in Sachen Forschung und Berlin so plant. So, vor der Pressekonferenz ist nach der Pressekonferenz. Das Größte ist erstmal vorbei. Jetzt werden noch Interviews geführt. Man sieht es ein bisschen im Hintergrund. Gründerszene macht sich natürlich auch mal auf den Weg, holt sich ein paar Google-Stimmen ein, ein paar Forschungsstimmen und schaut mal, was sich da so zusammenkriegen lässt. So, weiter zum spannenden Thema Forschung. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Schönen guten Tag, mein Name ist Max Senges. Ich arbeite im Policy-Team für Google Deutschland. Meine spezielle Aufgabe sind Multi-Stakeholder-Kooperationen. In dem Kontext arbeite ich unter anderem in diesem Institut und bin auch an dem Internet- und Gesellschafts-Collaboratory, kurz CoLab, mit dabei. Du bist also ein bisschen der Ansprechpartner zwischen Google-Forschung sozusagen. Google-Forschung, aber auch eben der Gründerszene, der Community, den Kollegen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen, NGOs. Was ist denn eigentlich so Googles Interesse mit diesem ganzen Thema? Da draußen, die Leute sind es, glaube ich, nicht so gewöhnt. Ich glaube, es ist ein bisschen deutsch, wie hier gedacht wird, viel Universitäten und externer Geldgeber. Ich glaube, da haben viele mal Angst um diese Unabhängigkeit. Was verfolgt man denn eigentlich als großes Unternehmen, wenn man Forschung finanziert? Naja, es ist natürlich so, dass die Expertise von den Wissenschaftlern, wirklich mal analytisch drauf zu gucken und zu versuchen, so objektiv wie möglich die Sachen einzuschätzen, mit viel Fachwissen, zum Beispiel im rechtlichen Rahmen, aber eben auch soziologisch etc., politisch drauf zu gucken. Es sind Erkenntnisse, die Google für die Weiterentwicklung der Produkte, für unser Engagement, das den Usern die besten Produkte zu entwickeln, unheimlich gut nutzen kann. Warum eigentlich der Standort Berlin? Ich meine, LMU wäre zum Beispiel auch ein Thema, wo gute Forschung gemacht wird, Elite-Uni in München. Ist es so ein bisschen der Standort oder ist es wirklich der universitäre Kontext, der hier spannend war? Naja, also wie schon mehrfach betont, ist das Institut ja offen und für irgendwelche Partner muss man sich entscheiden. In dem Fall haben wir jetzt gesagt, Berlin ist nicht nur die politische Hauptstadt, es ist auch die digitale Hauptstadt Deutschlands. Nicht zuletzt wegen einer Gründerszene, die ganz ausgeprägt ist mit vielen kleinen, quirligen Entrepreneuren, die versuchen im Beta-Haus und in ähnlichen Konstellationen neues Arbeiten möglich zu machen. Einige wirklich erfolgreiche Startups wie Jovo oder Soundcloud, die international spitze sind. Das ist eine Umgebung, die uns einfach von der Kultur, von der Vielfalt her sehr gut gefallen hat und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass ihr wirklich auch offen seid bei den Ergebnissen. Ich habe es gemerkt, wir sind ja hier gerade auch noch auf der Pressekonferenz. Es ging die ganze Zeit so ein bisschen darum, sind die Forschungsergebnisse wirklich so weitläufig, wie man sie sich wünscht oder wird da zensiert? Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ihr da wirklich offen seid. Aber dass es trotzdem so ein bisschen auch so ein Politikum ist, glaube ich doch schon auch, oder? Ist es auch so ein bisschen, spielt es mit einer Rolle, dass Google sich so ein bisschen positionieren will, diesen Berlin-Deutschland-Dialog? Also für uns ist es eigentlich ehrlich gesagt selbstverständlich gewesen. Wir unterstützen Forschung in ganz vielen Ländern mit ganz vielen Universitäten. Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Ergebnisse veröffentlicht werden und es da keine Veto- oder sonstige Einflussmöglichkeiten gibt. Insofern, ja, das ist mit Sicherheit dem hiesigen Kontext ein bisschen geschuldet, das doppelt und dreifach abzusichern und wirklich klar zu machen, nein, hier passiert keine Auftragsforschung mit gezinkten Ergebnissen. Was werden so die Forschungsschwerpunkte sein, so in einem kurz zusammengefasst? Also es geht wirklich von der konkreten Innovationsforschung, also Open Innovation, wie treibt das Internet als Enabler, als Möglichmacher von neuen Businessmodellen und so weiter, den Umbruch, die Transformation zur Informationsgesellschaft. Dann die Frage, wie entsteht eigentlich Regelsetzung, das heißt vom politischen Prozess zur eigentlichen rechtlichen Umsetzung dieser Regeln und dann wirklich mal ganz grundsätzlich zu fragen, wie konstituiert sich dieser Raum eigentlich, der ein ganz neuer Raum ist. Ich bin selber promovierter Philosoph. Das interessiert mich unheimlich. Was heißt es, online zu sein? Welche Rechte habe ich da? Habe ich da dieselben Menschenrechte global, wenn ich auf einem Server irgendwo ganz woanders bin? Bin ich dann eigentlich da? Solche grundsätzlichen Fragen wird Professor Pernies beleuchten. Hervorragend. Also es geht weit sozusagen im Thema. Spannend. Dann danke dir schon mal. Gerne. So, eine Google-Stimme, eine Unternehmerstimme hatten wir schon. Jetzt kommt eine Forscherstimme sozusagen. Ja. Wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Thomas Schildhauer und ich bin Professor an der Universität der Künste in Berlin und vertrete da das Gebiet Electronic Business.
Spannend. Sag mal, wenn man aus der wissenschaftlichen Perspektive guckt, das ist natürlich bestimmt erstmal toll, wenn so ein großes Unternehmen wie Google kommt und ein Langzeitinteresse sozusagen ankündigt. Was bedeutet das ganze Projekt für euch? In welche Richtung soll es gehen? Was bewegt euch daran? Naja, für uns ist ganz besonders wichtig, dass wir durch diesen Anstoß, so könnte man sagen, plötzlich neue Forschungsfelder betreten können, die wir allein aus unserer Finanzierung, die UdK hat, eben nicht betreten können. Nehmen wir ein Beispiel, wir machen sehr viel im Bereich der Musikwirtschaft, da forschen wir, aber da kommen immer Fragen auf, das Thema ist Intellectual Property, also wer hat eigentlich, wie schaffe ich es, meine Rechte, meine Urheberrechte zu sichern? Natürlich auch die ganze Frage des Umgangs mit Daten der Menschen, und das ist eben ein Feld, wo ich sage, da brauchen wir Mittel von außen. Da brauchen wir auch die Zusammenarbeit jetzt hier beispielsweise mit den Kollegen der Humboldt-Universität und des Wissenschaftszentrums Berlin. Das würden wir alleine aus der UdK-Grundfinanzierung eben so nicht als Schwerpunkt sonst sehen können. Eine deiner Kolleginnen hat gesagt, es sei in Deutschland ein bisschen so, dass aus öffentlicher Hand oft Projekte gefördert werden, aus privater Hand dann ganze sozusagen so ein bisschen größere Konstellationen, so wie das jetzt. Ist es wahr? Haben wir so ein bisschen so in Deutschland so diese Neigung, dass es wirklich eigentlich private Geldgeber braucht, um so eine großen Sachen anzugehen? Naja, also es ist üblich, dass man sich natürlich als Universität, als Forschungsinstitut für einzelne Projekte bewerben kann, auch Verbundprojekte. Es gibt auch mal länger laufende Projekte, Graduiertenkollegs und ähnliches. Aber es wird natürlich von der öffentlichen Hand jetzt nicht unbedingt etwas Neues, Institutionelles gefördert. Ja, und da legt auch die öffentliche Hand, also wenn ich jetzt an BMBF-Förderprojekte zum Beispiel denke, immer Wert darauf, dass am Ende so eines geförderten Projektes irgendeine Verstetigung stattfindet. Und hier starten wir sozusagen mit der Verstetigung. Das finde ich toll. Spannend. Ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist so eine deutsche Diskussion, dass wenn ein privater Geldgeber kommt, dass dann 50.000 Mal gefragt wird, wie unabhängig sind die Ergebnisse. Nichtsdestotrotz ist es schon auch ein bisschen spannend. Wie wird denn so der Google-Einfluss auf die Forschung eigentlich sein? Naja, also ich kann nur sagen, wir beobachten das sehr sensibel. Wir wissen, dass eben von außen auch sehr genau drauf geschaut wird. Ich meine, Google ist nun mal ein Unternehmen, was auch international häufig in der Kritik steht. Insofern ist uns bewusst, dass wir da auch ein bisschen vorsichtig sein müssen. Gleichzeitig sehe ich natürlich die Riesenchance, mit Google als einem wirklich Vorzeigeunternehmen, als einem der tollsten Unternehmen im Internetbereich der letzten Jahre, das sich so entwickelt hat, auch zusammenzuarbeiten. Und mein Thema ist ja gerade das Thema auch Innovation im Internet und durch das Internet. Und da ist natürlich Google einer der Leitsterne, mit dem wir gerne auch in die Diskussion gehen, ohne uns jetzt zu stark in unserer wissenschaftlichen Arbeit beeinflussen zu lassen. Man spricht heutzutage gerne von Smart Money, das heißt, es ist gar nicht immer nur gefragt, dass jemand Geld gibt, sondern irgendwas mitbringt. Darf man erwarten, dass Google euch auch ein bisschen Know-how mitbringt, dass sie sozusagen sagen, hey, wir haben diese und jene anonymen Nutzerdaten, schaut mal mit rein oder das sind unsere Erfahrungen, könnt ihr davon auch profitieren oder ist es erstmal primär nur Geld? Also es ist primär Geld. Und ich möchte das aber nicht ausschließen, dass wir im Zuge unserer Forschungsarbeit dann auf Fragestellungen kommen, wo wir sagen, jetzt wäre es toll, wenn wir Informationen von Google aus deren Datenbanken oder wie auch immer erhalten könnten. Da bin ich dann mal sehr gespannt. Wir auch. Vielleicht mal eine kleine Prognose. Wo geht es denn hin dieses Jahr und das nächste? Was sind so eure Ziele? Na, ein Hauptziel ist, dass wir versuchen, Plattformen, Internetplattformen, auf denen Innovation betrieben wird. Ich hatte ja vorhin Jovoto als Beispiel genannt, als Plattform für Kreative, als Crowd-Creation-Plattform, das auch in den Bereich der Wissenschaft zu verlagern bzw. zu kopieren. Das heißt also, der Versuch eben international mit Wissenschaftlern, ohne dass man jetzt immer verbunden sein muss in einem örtlichen Raum, hier an spannenden Themen gemeinsam noch viel intensiver zu forschen. Und da hoffen wir natürlich auch, dass das ein bisschen einen Impuls aus Berlin raus in die gesamte Welt gibt. Na, wir verfolgen das mit Spannung. Dann danke und viel Erfolg. Ja, danke schön. Danke. Wir hatten also ein paar spannende Stimmen zum Thema Google-Forschungsstandort in Berlin. Unterschiedliche Stimmen. Vielleicht für alle, die nicht der Pressekonferenz beiwohnen konnten. Wir texten natürlich auch etwas dazu, aber schon mal so eine kleine Einschätzung. Was ich beobachtet habe, war, dass es eine sehr deutsche Diskussion war. Es wurde sehr, sehr viel dazu gefragt. Wie unabhängig ist dieser Forschungsstandort? Muss man Angst haben, dass Google die Ergebnisse zensiert? Wird es so sein, dass keine Google-kritischen Themen angegangen werden etc. pp.? Mein Eindruck ist, dass es sehr offen ist, wie hier herangegangen wird, dass man wirklich versucht, offene Themenstellungen zu finden. Gleichzeitig ist natürlich trotzdem auch klar, dass Google sich positionieren möchte, ja, in Berlin Standort zu haben, um auch einfach zu zeigen, hey, wir machen was irgendwie, Forschung in Richtung Datenschutz, Forschung in Richtung Internet, ist, glaube ich, ein hilfreiches Lobbyismusmittel.
Und wenn man aber mal ehrlich ist, Forschung zu finanzieren ist eigentlich für ein US-Unternehmen nichts Besonderes. Und 4,5 Millionen sind da für US-Verhältnisse Peanuts. Ich glaube, so viel Milchgeld hat irgendwie der Sohn von Larry Page, würde ich jetzt fast mal sagen. Aber durchaus interessantes Thema, weil erstmalig eigentlich in Deutschland verschiedene Institute zusammenkommen, die aus verschiedenen Perspektiven schauen. Das heißt, es gibt Rechtsaspekte, es gibt irgendwie philosophische Aspekte, geisteswissenschaftliche. Und ja, man darf gespannt sein, was dabei so rauskommt. Und ansonsten kann sich jeder wohl selbst seine Meinung bilden. Die Forschungsergebnisse werden veröffentlicht. Wir sind soweit fertig mit unserer Außenmission und sehen uns beim nächsten Mal wieder.